Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Need for Speed Payback. Wir sind wieder zurück. Heute im Subaru, denn wir gehen die nächste Offroad-Liga an. Bin gespannt, was sie drauf haben. Wenn das genauso abläuft wie letzte Folge mit der Silver Six Crew, dann wird das irgendwann ein bisschen langweilig. Aber nur so ein bisschen. Jojojo. Habt unter anderem auch noch Zeit, bis wir ja die Fahrzeuge holen für die letzten Ligen. Einfach in die Kommentare schreiben, welche Fahrzeuge ihr wollt bei Offroad und Race. Heißt, Männer regieren die Welt. Was für ein Quatsch. Wag dich einen Tag mit uns in die Wüste, wenn du dich traust. Wir sind die Free Amber Militia. Hatte lange keiner mehr die Eier, meine Crew herauszufordern. Meine Eier sind berüchtigt und ganz Paris spricht über meine Leber. Ich bin eben was Besonderes. Ich hab von dir gehört. Du bist doch dieser Showman. Sorry, Darling. Diese Crew ist zu hart für dich. Wir sind tough. Das beweisen unsere Narben. Ich bin Faith. Du willst gegen mich fahren? Dann übersteh unsere Prüfungen. Als erstes den River Run. Okay. Machen wir. Euch mache ich platt. Ja, lang genug. Bin ich fast gegen den Felsen gejumpt. Aber auch nur fast. Top 3 ist gut. Er ist das Beste. Ja, da stimme ich dir zu, Mac. Habe ich die Abkürzung noch gesehen? Das war ein bisschen knapp. Ja, das fühlt sich mal wieder an wie so eine Sonntagsspazierfahrt. Ja. Rennen ist gleich zu Ende. Das läuft, das läuft. Jump. Oh, da ist das Ziel. Easy Snack. Steuergerätstufe 8. Nice. Okay. Die haben definitiv einen an der Waffe.
Und seit von höchstens 60 Sekunden? Gib der Sonne beim Springen einen Kuss von mir. Nehm ich. Ach, ich tu die ganz easy überfliegen. Wow! Bin ja erstmal schon mal zerfetzt. Jupp, eingesammelt, easy, bäh. Nice, weniger als eine Minute. Wow. Was gegen den Masten geflogen. Weiter so, Mac. Die Strecke ist auch geil. Aber die Strecke ist nicht so eng, wie eine Motocross-Strecke eigentlich sein sollte. Auch noch eingesammelt, perfekt. Einmal komplett durchzünden. Nochmal Glück gehabt, ey. Ich hab gedacht, also ich hätte gedacht, dass wir da crashen, aber anscheinend ja nicht. Und den da vorne will ich noch kriegen. Ich will den überrunden. Nein, schaffe ich nicht mehr. Schade. Unlucky. Wow, das war krass. Folge jetzt Stufe 11. Nice. Haben wir. Du das Haus etwa nicht? Es besteht aus Quinoa-fressenden Riesenarschlöchern, die jegliche Freiheit ersticken. Ich schätze, das heißt nein. Kluger Junge. Okay, weiter. Eins meiner Mädchen hat's nahe dem Silver Casino bei einem Sprung zerrissen. Also versuchen wir ihn jetzt alle. Was auch sonst? Ja, ich habe ja sonst auch keine Probleme, ne? Kann ich mich denn? Geht das nicht? Fuck. Okay. Oh, da habe ich den nicht gekauft. Das kann sein. Kann sein. Habe ich noch nicht gekauft? Ja, habe ich noch nicht gekauft. Danke, Wunder. Den kaufen wir noch schnell. Haben wir nämlich alle und dann haben wir keine Probleme mehr.
Bitporten. Autsch. Und da ist es ja. Bin gespannt, an welchem Sprung die gescheitert sind. Okay, mein Wagen hat 233er Leistungsindex. Gut, darauf habe ich halt gerade in 0 geachtet. 300 Meter ohne Unterbrechung driften. Beweis mir, dass du mehr als ein Großmaul mit einer Glückssträhne bist. Das klingt, als glaubst du nicht an mich. Ah, wirklich? Ja, das kann ich gar nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, hier verballert ihr euch schon mal das Nitro. Oh, ist der Sprung. Jo! Er war voll auf Dach gesprungen. Ja, außer. Alter. Mit deiner G-Klasse, ne? Ich muss da mal durch, ne? Alter, ist das Offroad-Handling, ne? Also manchmal weiß ich echt nicht, wohin damit, ne? Es ist hell. Das ist ja das größte Kriterium, was ich an dem Spiel habe. Das Offroad-Handling, das ist halt echt uff, ey. Wie sehr möchten sie diese Fahrzeuge nicht kontrollieren? Ja. Alter, ja, kein Neustart. Nein. Die Wette mache ich nicht. Okay, ich dachte, ich hätte jetzt gerade unendlich einen Ladescreen. Das war sehr gut von der KI. Egal, das ändert sich wieder. Jupp. Ersten Platz haben wir auch. Alter, dieses Handling. Wirklich, ey.
Gut. Damals. Mann, ja, verdammt. Und? Ja, es war ein engeres Rennen. Heilige Scheiße, die waren echt gut dran. Hätte ich nicht erwartet. Auf zum nächsten. Ich bin also nur ein Showman, hm? Ich gebe zu, du kannst fahren. Aber denkst du echt, ein paar akzeptable Sprünge beeindrucken mich? Und was genau wäre nötig, um dich zu beeindrucken? Zunächst einmal könntest du aufhören, es zu versuchen. Meine Mädchen müssen sich ein bisschen ausdrucken. Falls du nicht zu viel Angst vor deinen hübschen Lack hast, fordere sie doch als nächstes heraus. Ja, manchmal denke ich mir halt wirklich so, was müssen die für einen schlechten Shit geraucht haben, damit das Handling so bescheuert ist wie in dem Rennen gerade eben mit dem ständigen Hin- und Her-Pendeln und schieß mich tot. Es ist halt super unkontrollierbar, wenn du halt wirklich Probleme hast mit dem Wagen. Mit 1000 Metern gewinnt das Rennen. Jupp. Mach einmal. Auf einer so verdammt engen Strecke können wir nicht mit der ganzen Crew fahren. Willst du zeigen, dass du kein Blender bist? Dann mit an und lass dich fertig machen. Jetzt geht's rund. Alter. Alter, bomb mich doch nicht weg in deiner scheiß A-Klasse, Junge. Naja, das ist schon mal eine wesentlich bessere Strecke. Oh Gott. Ich muss jetzt vorne bleiben. Und da haben wir das auch geschafft. Eieieiei.
Das nächste Rennen ist direkt hier. Wann hörst du auf, mich Showman zu nennen? Ich habe bewiesen, was ich drauf hab. Du kapierst es nicht. Ach, komm. Machen wir trotzdem. Wieso denkst du, sind wir hier draußen? Denk drüber nach. Aber jetzt gehen erstmal die Prüfungen weiter. Du schlägst dich gut, aber ich will sehen, was du noch kannst. Treffpunkt am Plateau. Zeit auf. Yes, sir. Spart jede Begeisterung. Na klar. So, da haben wir da drinnen. Mindestens eine Minute lang erst. Ich nimm's mal mit. Es kann sein, dass wir es nicht schaffen, aber ist auch nicht schlimm. Klingt nach einer Herausforderung. Genau das ist es ja auch. Okay. Gehen wir's an. Alter, du dämliche A-Klasse, ne? Oh fuck, da war noch ein Chip. Gib Yumi. Die eine Minute haben wir trotzdem geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt nur kein Fehler mehr. Let's go. Lass ihn fliegen. Davon ist euch das Ziel perfekt. Läuft! Das ärgert mich halt immer noch, dass ich das eine Rennen neu starten musste. Stufe 12 Steuergerät ist lecker. Leistung reinmachen. 180er Rating brauchen wir jetzt. Ihr seid irre, vollkommen verrückt. Ihr macht das, weil alles andere langweilig wäre. Na also, Showman. Klar wäre es langweilig. Worum geht es denn bei Rennen, wenn nicht um Kampfnarben? Naja, mir würden das schon so. Nicht. Ich fange gerade an, dich zu mögen. Okay, du hast es dir verdient. Die letzte Prüfung. Bist du am Airfield? Ich kann hinkommen. Mal Kopf drehen, bitte. Was du geben? Komm, sei gut, diese. Das ist okay. Äh,
Dann machen wir noch Getriebe. Nice. Perfekt. Haben wir das letzte Rennen im Offroad. Das war nicht geplant. Oh Mann, ey. Bist du bereit für mich? Dann sei vor Sonnenaufgang beim Observatory. Wird da sein. Zeig, was du kannst. Ich starte in derselben Entfernung auf der anderen Bergseite. Und vergeude nicht meine Zeit. Nee, das passiert schon nicht. Wir sind schnell genug da. Ja, schön in die Nacht rein. Da ist Mond und Sonne sehen wir nicht mehr. Leider, aber okay. Ja, das ist eigentlich ein entspanntes Fahren. Wäre geil, wenn das Offroad-Handling halt genauso wäre wie das Handling auf dem Asphalt mit dem Subaru. Auf zum Bergabschnitt. Nein. Natürlich. Ja, na klar, setz mich so weit nach hinten. Arschlochspiel. Aber wir haben es gleich geschafft. Und da sind wir. Geschwindigkeit von 260. Ich nehm's mal an. Ja, bin ich auch für. Ich hoffe, ihr seid bereit für mich. Alter, das meine ich mit nicht kontrollierbar. Alter. Karre. Alter.
Außerdem bin ich gerade an der vorbeigefahren. Ich weiß nicht, was die gesehen hat. Nee, wir machen das zum Spaß. Das ist auch so eine dämliche Frage, ey. Alter! Halt mich lenk, aber mach die Karre. Nee, ich fahr gerade aus. Na Scheiße, zum Glück ist das Rennen noch lang. Okay. Das habe ich noch nie gehabt. So viel Spaß hatte ich bei einem Rennen schon ewig nicht mehr. Ha, da spürt jemand das Adrenalin. Wie ist meine Staubwolke? Nichts im Vergleich zu meiner. Wach's nur ab. Komm schon, Subi. Hey, mach langsam, genieß die Aussicht. Ist halt so ein Witz, wie ich halt null rankomme. Obwohl ihr Wagen halt wesentlich schwerer ist als meiner. Okay. Ich glaube, die hat sich verbuggt. Ei. Hier läuft die Zeit davon, Faye. Ich hab alle Zeit der Welt, Showman. Naja, eigentlich nicht. Dann mal los. Jetzt. Jetzt! Alter! Das ist nicht ein Sprung. Genau so machen wir. Wir haben es. Nicht gut. Panamera Turbo, auch nicht schlecht. Carrera S, ja. Ja, was für ein unfassbares Rennen! Ich fühle mich lebendig und besiegbar. Das ist Offroading. So ist es richtig, genau das will ich sehen. Ihr werdet die Sache wirklich durchziehen, oder? Ja, werden wir. Na dann, viel Glück. Wir werden zusehen. Und vielleicht sogar selbst ein paar Stunts beitragen. Gute Fahrt, Showman. Und denk dran, wenn du nicht in Todesangst aufs Lenkrad umklammerst, ist es kein Racing. Amen. Gut. Das soll es dann gewesen sein mit einer weiteren Folge von Need for Speed Payback. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Das ist doch gerne eine Du jetzt mit den Militia-Schwestern, Frischfleisch? Du bist verrückter, als ich dachte. Udo, was gibt's? Ich hab dich und deine Crew beobachtet. Ihr habt es echt auf das Haus abgesehen, hm? Das wird gewaltig, Udo. Den wird Hören und Sehen vergehen. Ja. Hey, falls ihr je Probleme kriegt,
Die Liga 73 ist für euch da. Gut. Lasst auch eine Bewertung da. Würde mich freuen. Habt einen schönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein.